Er wohnt im Herzen. Song of Salutation, deutsche Übersetzung. Erläuterung des Kirtans Nummer 61 im Yoga Vidya Kirtan Heft. Der Kirtan Heft Nummer 61 beginnt mit Rama, 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 Rama. Es ist ein besonders schöner, ein besonders melodischer Kirtan, der aber hohe Anforderungen stellt an das künstlerische Talent des Musikers. Rhythmus und Melodie sind beide etwas komplexer. Das ist sicherlich einer der Gründe, weshalb er bei Yoga Vidya nur selten gesungen wird. Was eigentlich schade ist, denn es ist ein besonders schöner Kirtan. Aber auch bei Swami Vishnu Devananda kannte ich eigentlich nur zwei Menschen, die diesen Kirtan auch tatsächlich gesungen haben. Ich habe diesen Kirtan ja sehr schätzen gelernt, muss aber zugeben, ich habe auch Schwierigkeiten, ihn korrekt zu singen. Swami Shivananda selbst singt, hört man auf verschiedenen seiner Schallplatten, die es ja heute auch als MP3-Dateien im Internet gibt, zum Beispiel auf den Yoga-Vidya-Seiten auch. Und dort heißt der Song of Salutation Rama Rama. Und dort findet man Swami Shivananda, wer mit großem Enthusiasmus diesen Kirtan singt. Dieser Kirtan ist auch das, was man als religionsübergreifenden Kirtan nennen kann, ein ökumenischer Kirtan. In Indien gibt es ja verschiedene spirituelle Strömungen. Es gibt die Vaishnavas, die verehren besonders Krishna oder Rama oder Vishnu. Es gibt die Shaivas, die verehren besonders Shiva. Darüber hinaus gibt es natürlich auch in Indien Christen und unter Swami Shivanandas Schülern waren viele Christen. Und so sagt Swami Shivananda, dieses Göttliche, dieser wohnt im Herzen aller Bhaktas, im Herzen aller Gottesverehrer. Er wohnt natürlich auch in Rama und in Krishna, in Jesus und in Shiva. Und die Schüler von Swami Shivananda sagen natürlich, dieses Göttliche manifestiert sich auch in Swami Shivananda. Und so drückt dieser Kirtan aus, dass sich Gott auf so viele verschiedene Weisen manifestiert. Wir können Gott überall sehen, in allen Weltreligionen und in jeder spirituellen Manifestation.